Kinder müssen eigentlich wirklich langweilig sein. Vielleicht sind Kinder auch total langweilig. Man freut sich so drauf, dann kommen sie auf die Welt und irgendwann wird es total langweilig mit ihnen. Anders kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn ich immer in die Schule fahre, da drüben am Spielplatz vorbeifahre, es ist so negativ berührend eigentlich, sitzen die beiden Mamas so am Tisch dran und jede hat das Handy und jede hat das Handy so in der Hand. Und die Kinder spielen da halt und der Papa, der am Abend denn kommt, auch. Kinder sind doch eigentlich übrig. Sie sind echt übrig. Man freut sich zwar, wenn sie denn da sind, aber irgendwann bin ich doch nicht bereit, alles für sie zu geben. Und die Kinder bräuchten ja so diesen Blick, den Blick des Vaters. Und dann habe ich so in einer der letzten Betrachtungen gelesen, selbst wenn die Kinder groß sind, suchen sie diesen Blick, brauchen sie diesen Blick des Vaters. Aber wenn der Papa halt einfach denn woanders hineinblickt, dann ist es klar, dass sie das nie kriegen. Und dann, so schreibt Devin, suchen sie sich die Blicke woanders. Und das Schöne war so, ein kleines Kind hat einen ganz offenen Blick. Und auf einmal beginnt es, nicht mehr nach außen zu schauen sozusagen, sondern sich innen mit sich selber zu beschäftigen, sich zu verschließen und sich zu verschließen. Und irgendwie hat mich das das hat mich so negativ eigentlich berührt. Die sitzen da und eigentlich möchte ich auf mein, nicht eigentlich, ich will auf mein Leben nicht verzichten. Deshalb kommen sie ja so schnell wie möglich in die Spielgruppe. Am besten mit eins. Kinder sind keine Last. Wollen wir so dieses Gesetzchen beten? Dass wir lernen, so auf unsere Kinder zu schauen, ihnen diesen Blick zu schenken, vor allem wir Männer, dass wir ihnen diesen Blick geben. Und selbst wenn sie groß sind, warten sie auf diesen Blick des Vaters. Und das ist wie konstitutiv, das heißt fundamental. Ach so, das heißt, das ist einfach Grundlage. Es ist einfach Grundlage. Also dieser Blick des Vaters, ich habe jetzt nochmal mit den Betrachtungen von ganz vorne angefangen bei Lied. Dieser Blick des Vaters ist einfach fundamental, grundlegend. Aber mir zeigt es dann immer wieder, dass man so auf sich selber verzichten muss. Also ist das Leben halt doch bloß ein Opfer, gell? Ist es bloß doch noch ein Opfer? Gibt es halt gar keine Me-Time mehr, gell? Für mich. Doch, es gibt schon Me-Time. Me and God. Ich und Gott. Ich und meine Familie. Und das ist irgendwie so wie fundamental, dieser Blick. Und dieser Blick geht dann so weiter in alles. Es stärkt die Kinder,
Es gibt ihnen Vertrauen und es bereitet sie vor aufs Leben. Eben, dann heißt es hier, wo bist du? Wo sind wir? Zurückgezogen, versteckt, me time. Wo bist du? Nehme ich so meine Verantwortung wahr? Und wisst ihr, ihr könnt euch angesprochen fühlen, aber ich kann mich als Pfarrer genauso angesprochen fühlen. Nehme ich meine Verantwortung auch wahr? Ist genau parallel. Also ich habe keinen Vorteil. Nehme ich meine Verantwortung auch wahr? Wo bin ich? Oder lasse ich einfach alles laufen? Denke ich, ich bin ja eh ein Versager, schaff's ja eh nicht. Wo bist du? Fragt Gott Adam. Und der hat sich versteckt. Nehmen wir diesen Kampf auf? Nehmen wir diesen geistigen Kampf auf? Und nicht nur das, denn wir leben ja in einer gefallenen Welt sozusagen. Wir leben in der gefallenen Welt. Wir leben nicht im Paradies. Diese eindringliche Frage donnerte und krachte auf Adams Seele. Und so sind wir Männer auch diese Wächter am Tor des Gartens zu unseren Frauen. Wir müssen unsere Frauen verteidigen. Wir sind diese Wächter. Dass unsere Familie, meine Pfarrgemeinde, Frau und Kinder, die Menschen hier, dass die nicht verführt werden. Aber eben, bin ich präsent? Bin ich präsent? Da? Wie es die Pflicht des heiligen Josef war, so ist es auch die deinige, als Ehemann, Mann, Vater und Hirte, die Liebe, den Schutz und den Glauben an deine Frau und deine Kinder weiterzugeben, am Rand zwischen der äußeren feindlichen Welt und deiner Hauskirche zu stehen, um zu garantieren, dass der böse Feind nicht in dein Haus eindringt. Das ist deine einzigartige, gottgewollte Aufgabe. Zwischen der äußeren feindlichen Welt und deiner Hauskirche zu stehen, um zu garantieren, dass der böse Feind nicht in dein Haus eindringt. Wollen wir so das nächste Gesetzchen beten?
Und dann heißt es hier, es gibt eine Tendenz unter uns Männern, die dahin abzielt, dann, wenn wir unsere edle Position in Gottes Heilsplan erkannt und verstanden haben, also wenn wir wissen, was eigentlich unser Job wäre, der Versuchung erliegen, uns selbst für unser Versagen zu verurteilen, weil wir in der Spannung zwischen der feindlichen Welt und unserer Familie stehen. Du und ich sind nur in dem Maße dafür verantwortlich, wie wir dieses Verständnis dafür hatten. Ja, du hast versagt und vielleicht wirst du von Schuldgefühlen geplagt. Schuldgefühle sind nur dann gut, wenn sie uns zur Reue führen, zur Abkehr von Egoismus und Hinwendung an Gott. Überlege dir, falls es nötig ist, hier etwas zu ändern. Übergib deine Schuld Gott, bitte ihn um Vergebung und empfange von ihm die Gnade, deinen Platz als Hüter des Gartens wieder einzunehmen. Wir sind vor Gott verantwortlich. Können wir noch ein Gesetzchen beten? Und auch so darum bitten, dass wir so auch diese Kraft bekommen, an diesen mit diesen Betrachtungen zu lernen, zu verstehen, stärker zu werden.